Hallo, liebe Freunde des gepflegten Taktik- und Strategiespielspaßes und willkommen zurück zu Panzer Corps 2 in unserem 46er-DLC und es geht in die nächste Mission, Unternehmen Zweihänder. Am 26. Februar 1947, Generalfeldmarschall von Rundstedt hat allen Gefechtsständen die Beschädigung übermittelt, dass Phase 5 von Unternehmen Olymp offiziell eingeleitet wurde. Der Startschuss für den Vorstoß zur Atlantikküste im Osten, um die verbliebenen Reste der Vereinigten Staaten in zwei Hälften zu teilen, ist gefallen. Unser oberstes Ziel lautet, Washington DC zu erreichen, doch dafür steht uns ein einziges geografisches Hindernis im Weg, das Appalachengebirge oder Appalachian-Gebirgskette. Primäres Ziel, überqueren Sie die Appalachen. Bonusziel, nehmen Sie die Bergdepots ein. Elite-Ziel, überfallen Sie Fort Knox. Ja, da gibt's Kohle, ne? Ja. Wenn wir uns mit unseren Truppen diese letzte natürliche Barriere überwinden, trennen uns von der Hauptstadt der Vereinigten Staaten nur noch die lichten Wälder und flachen Landstriche Virginias. Die naheliegendste Route durch die Berge führt die Eisenbahnlinie entlang. Ihr müssen wir folgen, wo wir es bereits zu Beginn unserer Invasion in Kalifornien getan haben. Dort haben sich die amerikanischen Verteidiger vermutlich am stärksten verschanzt, weswegen wir immer über ausreichende Kampfpioniere und unterstützende Artillerie für direkte Angriffe verfügen sollten. Ja, gut, dass uns beim letzten Mal eine Hummel weggeschossen wurde. Das ist echt nicht geil. Ich hoffe mal nicht, dass das jetzt die Hummel war mit der höchsten Reichweite, aber ich befürchte Schlimmes. Das habe ich jetzt noch nicht überprüft. Eine interessante Stellung entlang der Bahnlinie sollte ich vielleicht noch erwähnen. Fort Knox. Dieser Ausbildungsstützpunkt der Amerikaner fungiert augenscheinlich auch als Hauptlager für die Goldreserven der Vereinigten Staaten. Diese Informationen haben wir von Agent Eisvogel oder Agentin Eisvogel zu verdanken. Ich vermute immer noch, dass es seine Frau ist. Ich bin mir sicher, einen kleinen Anteil an der Beute würden sie als Gegenleistung für diese Information nicht ablehnen. Wie dem auch sei, Fort Knox wird höchstwahrscheinlich äußerst stark bewacht. Wir dürfen bei dem Versuch, diese Position einzunehmen, nicht leichtsinnig sein. Auf zum Sieg für das Deutsche Reich. Okay, wir bekommen gebündelte Stärke als Helden, kann mehr Kampfkraft in einer einzelnen Einheit bündeln, wodurch sich das Überstärke-Maximum der Einheit um plus 5 erhöht. Und das ist interessant für ihn hier zum Beispiel, weil wir dann... Muss man mal kurz gucken. Was hat denn der für Helden? Shock and Awe, auf und davon. Keine Einheitenförder. Feindliche Einheiten, die von dieser Einheit angegriffen werden, erwidern nicht das Feuer, wenn ihre Initiativwert niedriger ist. Tja. Oder Shock and Awe. Dass die, sie verliert ihre Bewegungspunkte. Oder wir ballern die Hummel voll. Jetzt müssen wir erst mal gucken. Wir brauchen auf jeden Fall eine neue Artillerie. Hummel. Ich überlege... Huch, jetzt habe ich die ja schon gekauft. Nein, das wollte ich nicht. Einmal zurück, bitte. Ob man nicht einfach... Zum Beispiel irgendeine andere Einheit, zum Beispiel die Flak. Umwandelt zu einer Artillerie. Weil dann hätten wir immerhin schon mal eine Stufe 5 Hummel dann. Also mit 5 Überstärke. Ey, Quatsch, mit 5... Nein, natürlich nicht mit 5 Überstärke, sondern mit 5 Erfahrungspunkten. Aber... Ich bin mir ehrlich nicht sicher, weil wir brauchen ja... Wir hatten beim letzten Mal weniger Flugabwehr mitgenommen, ne? Die brauchen wir eigentlich. Wir können jetzt wieder 200 Punkte mitnehmen... Haben wir noch irgendwas in der Reserve, was wir eventuell...
Wir haben die Ratte noch. Was haben wir denn das letzte Mal nicht mitgenommen, dass wir... Wollen wir das wieder mit so wenigen Flugzeugen kämpfen? Nee, eigentlich will ich das nicht mit so wenigen Flugzeugen kämpfen. Wir müssen das diesmal... Wartet mal, wir nehmen mal... ihn raus. Und was ich dieses Mal definitiv mitnehme, ist er hier. Also den Scheiß ohne Atombomber mache ich nicht nochmal. Eigentlich will ich auch... Haben wir noch eine dritte Ratte? Tatsache. Das ist mit der hier. Ja, die ist natürlich schon stärker, deswegen müssen wir die mal auffrischen. 5000 Punkte, Alter. Okay, die Infanteristen. Die haben aber alle keinen Heldenplatz mehr frei. Selbst die, das Meerschwein und die Ratte haben schon alle Helden, diese alten Helden-Slots. So, die Scouts. Vielleicht verzichten wir auf einen Scout, aber der bringt auch bloß 3 Kanarmee-Felder. Oder wir bleiben tatsächlich bei 4 Artillerien, ne? Kann auch sein, dass wir... Müssen wir mal gucken. Hier sind Flugplätze. Ja, wir werden schon einiges an Flugabwehr brauchen hier. Da kommen wir, glaube ich, nicht drum herum. Wir haben noch 4 Punkte frei. Tja. Vielleicht machen wir auch einfach konsequent erstmal den Push auf Fort Knox. Und lassen den Rest einfach in Ruhe. Ist halt immer die Frage, ob man sich dadurch antriggern lässt oder ob die KI sich dadurch antriggern lässt. Ich würde schon gerne mehr Flugzeuge mitnehmen, ja? Das ist klar. Also 3 Jäger. Da müssen wir am Anfang höchstwahrscheinlich lange auf unsere Bomber verzichten. Weil wir die sonst immer mit als Eskorte mitschicken müssen und parallel bombt er uns halt durch die Gegend. Also wir haben aber noch 4 Punkte frei. Was machen wir damit? Panzer. Ja gut, E-75. Die Pioniere gehen auch nicht. Und die Flugzeuge gehen auch nicht, weil die 7 Punkte brauchen. Und die brauchen 3... Ach guck mal, die gehen... Ja gut, aber wir haben nur 3 Jäger für 3 Bomber. Das wird schon sportlich. Aber vielleicht versuchen wir es einfach mal so. Wir verzichten auf eine neue Hummel. Und spielen das jetzt einfach mal so. Und wir gehen konsequent Richtung Richtung Fort Knox. Wobei ich befürchte, dass das gleich zu Beginn das Elite-Ziel anzugreifen. Ich weiß nicht, ob das so eine super krass gute Idee ist. Wir bomben einfach alles mit Atombombern weg, ey. So. Arti. So. Ja, dann haben wir noch einen Helden, den wir jetzt irgendwo vergeben können. Müssen wir mal kurz gucken. Der... Hier, gebündelte Stärke. Für die Überstärke. Das war jetzt natürlich da, dort, wo wir keine Einheit... Geil wäre natürlich auf ihm. Aber der ist schon voll mit Helden. Ja, dann come on. Dann pass mal auf. Zack. Und jetzt...
Ich bums euch alle weg. Zwanziger Überstärke. Ei Gott, geier Scheiß. So, naja, dann... Er hat das auch, ne? Aber er hat keine... Den Helden nicht für die... Gut, dann los geht's. Ja. Das ist zu verlockend, weil Fort Knox halt direkt... Direkt vor der Haustür steht hier. Und von daher natürlich. Ziel Nummer 1 ist. Oh, ne, den natürlich nicht. Okay. So, wir... versuchen das hier... in irgendeiner Form abzudecken. Tja, und hier machen wir erstmal einen auf vorsichtig. Gehen wir da dahin. Flugabwehr dahin. Ach, hier ist ja auch noch eine Art hier. Sekunde mal, warte mal. Dann nehmen wir die mit nach Norden. Die geht dahin. Flugabwehr. Pioniere. Ich will den nicht auf das Brückenfeld setzen. Deswegen gehe ich mit ihm mal dahin. Jetzt noch mehr Pioniere. So, dann dahin. Panzer. Komm, wir gehen mal damit hier hin. Infanterie geht dahin. Und die gehen dahin. Okay, dann lasst uns einfach mal gucken, was passiert. Ja, gut, das war jetzt. Alter, der ist ja schon auf 1 runter. Neun Punkte verliert er. Okay. Naja, er hat schon... Ja, ja, okay, das war... Was, machen wir uns nichts vor, das war jetzt zu erwarten, oder? Mehr kann er nicht. Okay, dann wird es auf jeden Fall erstmal teuer hier. So, mein Freund. Wer will denn als erstes sterben? So. Krass, die kriegen trotzdem noch eine minus 1, obwohl die schon...
Gut, die Flugzeuge, die Flugabwehr. Die können die, die haben nur, ja, okay. Schade, ich hatte gedacht, wir kriegen den raus. Okay. Na gut, dann. Schade, nur eins rausbekommen. Gut, alle anderen bleiben natürlich hier. Vielleicht, er scheint hier, na doch, er hat dort schon Flugplätze. Guck mal, was da steht. Das Risiko jetzt hier ohne Flugabwehr mit hinzugehen, ist mir... Aber ich frage mich, ob wir, ob wir die zweite Artillerie dort unbedingt brauchen. So, er geht mal hier unten lang. Ah, das ist totes Gebiet, alles klar. Ich bin mir nicht sicher, wenn wir hier lang pushen, außen rum, ob wir dann nicht die Einheiten antriggern, die dort halt sind. Ne? So. Gut. Na, spannend wird es jetzt hier. Was, also er wird die vermutlich versuchen zu umrunden. So. Die gehen mal dahin. Die sitzen da oben und die sitzen dann, ja, okay. Hallo. Au. Aber interessant, dass es das Einzige ist, was er jetzt getan hat. Das ist spannend. Okay. Wobei die das jetzt eine gute Idee war, weiß ich noch nicht mal. Oder ob wir sie einfach nur... alle auffrischen und wir gehen mal mit einer Flugabwehr hier hin. Und machen das eher so. So, der Scout natürlich auch. Puh, es wird teuer. Es wird teuer. Minus zwei. Oh, okay, den kriegen wir raus. Okay, und die arbeiten sich dort nach vorne. Es ist verdächtig ruhig, muss ich sagen. Ich habe die leise Befürchtung, dass hier noch auf jeden Fall was passieren wird. So, die gehen mal...
Scheiße, dann rückt einfach mal so nach. So, die Artillerie noch. Da ist eine Flugabwehr. So, und... Tja, was machen wir mit denen? Was machen wir mit denen? Hier ist so wenig los. Ich, das gibt's doch gar nicht. Also irgendwie ist hier was faul. Was ist, wenn er hier hingeht? Dann kann er aber nicht mehr. Ja, gut, okay. Nee, und dann nimm da. Okay, wir wechseln die Runde. Mal gucken. Wir haben keinen Stress. Okay, das war zu erwarten. Die sind nicht gedeckt. Also, wenn er auf die Art und Weise weiter agiert, dann. Dann ist das jetzt schon irgendwie super einfach. Gehen wir da hin. Wobei wir sehen, dass wir die nicht ohne weiteres rauskriegen, die Flugzeuge. Wir müssen hier mal ein bisschen schlauer agieren. Wir können nämlich in Elfer. Wir machen erstmal ihn. Dann kann der Schwächste. Ja, wobei der hat doppelten Angriff. Aber er kriegt ihn trotzdem nicht raus. Das ist spannend. Guck mal. Also er kriegt ihn nur mit dem... Er kriegt ihn selbst mit dem doppelten Angriff nicht raus. What the fuck? Gut, wir konzentrieren uns halt erstmal. Alter, immer noch. Was ist denn das für ein Flugzeug? Besonnen. Für jeden verlorenen Stärkepunkt erhält diese Einheit einen Verteidigungsbonus. Diese Einheit erhält für jeden verlorenen Stärkepunkt einen Angriffsbonus. WTF! Und deswegen kriege ich die nicht raus? What? Ich will einfach mal was testen. Fuck, ey. Gut, dafür müssen wir uns jetzt hier aber... Also, was für eine Aktion, ne? Das, gehen mal dahin, wo es weh tut. Mal gucken, was passiert. So. Gut. Vielleicht machen wir das etwas... Schlecht, die Arti kommt nicht bis dahin. Die kommt bis dahin. Der kann die aber auch umgehen, ey. Kleine Made. Oh krass, der nimmt die raus. Haben wir nicht noch einen Panzer irgendwo? Ha, der umgeht halt einfach und greift die Hummel an. Das ist, finde ich, nicht geil.
Und ich tippe drauf, dass er das tun will, weil das nämlich der geringste Widerstand ist, den er da hat. Nee, dann machen wir das. Dann machen wir das anders. Dann stellen wir ihn dahin. Ihn stellen wir dahin. Dann kann er zwar trotzdem angreifen. Die stellen wir. Nee, Quatsch. Die stellen wir dahin. Die kann er dann auch angreifen. Dann stellen wir die Hummel noch dahinter. So, und dann. Nein, warte doch mal, Mensch. Krass, die kriegen trotzdem 6 Damage. Kann die Hummel dahin gehen? Ja, kann sie. Pass mal auf, dann geht ihr mal. Was ist, wenn wir die da hinsetzen? Ah, das ist schon besser. Und dann geht die Hummel dahin. Die kriegen trotzdem 6 Damage, obwohl die Hummeln Abwehrfeuer leisten. Das ist spannend. Naja, okay. Das ist auf jeden Fall eine sehr interessante Schlacht bisher hier. Unsere Bomber haben wir bisher noch gar nicht eingesetzt. Wir haben einen Haufen Punkte natürlich verloren durch das Auffrischen schon. Wir gucken mal, was jetzt passiert. Er haut ab. Er haut. Das ist. Also, was ist hier los? Hat das Ding auch so einen Feature? Ne. Ja, gut, dann agieren wir halt anders hier. Ich meine. Dann. Ach, der hat aber auch. Der hat eine 22. Alter. Hier passiert halt einfach literally nichts. Das finde ich halt so komisch. So, hier bleiben wir einfach stehen. So. Wir gucken mal eins nach vorne, ob das ist. Und dann geht der Scout. Warte mal, kann der? Nee, da kommt er nicht hin. Dann geht der Scout dahin. Okay. So, dann haben wir hier den Panzer vorgerückt. Jetzt wird's spannend, weil jetzt müssen wir. Wir brauchen halt eigentlich noch einen weiteren Panzer hier. Oh, wir gehen mal, machen das mal so. Die Frage ist. Abwehr. Die gehen da. Oder wir greifen erstmal. Wobei, wir kommen mit der Hummel nicht da. Dann greifen wir hier. Taken an. Jawohl. Aber hier ist noch irgendwo. Ist ja noch richtig mieser Kram. Da wette ich drauf. Also. Das würde mich nicht wundern, zumal wir jetzt auch tatsächlich schon in ein Reichweitenproblem kommen, ne? Was wir natürlich machen können, ist hier mit einem Atombomber draufrotzen. So, hallo? Ah. Ja, okay. Jetzt ist er auf 2 runter. Das ist natürlich asozial, weil dann wird er höchstwahrscheinlich vom Himmel geschossen. Das verhindert halt, dass man hier eine Atombombe draufkloppt. Witzig ist, dass der Grafikeffekt nicht weggeht, wenn ich jetzt den Zug rückgängig gemacht habe. Das ist ein bisschen lustig. Okay, es ist eine ganz weirde Geschichte hier.
Hier passiert erstmal überhaupt nichts. Ich befürchte, dass man, oder ich habe die, ja, also die Befürchtung, dass wenn man über einem gewissen Punkt drüber ist, dass man die Gegner-KI antriggert. Und Fort Knox ist im Moment gefühlt irgendwie zu einfach. Aber sei es drum. Darum kümmern wir uns beim nächsten Mal. Wenn es euch gefallen hat, lasst dem Video gerne einen Daumen nach oben da. Mein Dank geht raus an meine kleinen und großen Kanalunterstützer. Namen nicht genannt: Game One Fan, Kulle, Gorwin, Kirtano, Carbine, Heimdall, Rico, Tomboy, Roblitz und Jan VG. Und wir sehen uns dann wieder zu einem der nächsten Videos. Macht's gut. Ciao, ciao. Euer Oher.